Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich auf dem Informationsportal des Brustgesundheitszentrums Hamburg, einem Zentrum, das sich zum Ziel gesetzt hat, von Brustkrebs betroffene Frauen flächendeckend und heimatnah zu versorgen. Wir stellen Ihnen hier umfassende Informationen rund um das Thema Brustkrebs zur Verfügung, von der Vorsorge über Behandlungsmöglichkeiten bis hin zur Nachsorge. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Ich stelle Ihnen heute die sogenannten Brustschwestern vor, im Englischen genannt Breast Care Nurse. Und ich habe zwei hier bei mir im Studio sitzen, Birgit Schwärmer vom Standort Harburg und Heidi Schönheit vom Standort Helios Maria Hilf Klinik. Herzlich willkommen. Danke. Brustschwestern gelten als Lotsinnen. Als betroffene Frau, wodurch lotsen Sie mich denn bitte? Vom Beginn der Diagnose über die Klinik, über den Ablauf in der Klinik, über den weiteren Verlauf mit Nachsorge, Chemotherapie, Radiotherapie, also Bestrahlung, Antihormontherapie, Nebenwirkungen, geben Ihnen Hilfestellung, was Selbsthilfegruppen angeht, Reha-Maßnahmen, Schwerbehindertenausweise. Also es gibt ganz vielfältige Aufgaben, die in unseren Bereich dann fallen, wo Frauen Fragen, Bedürfnisse und ja, Hilfe brauchen. Sind Sie sozusagen die Beraterinnen für alles, Frau Schwärmer? Ja, wir haben ein Netzwerk aufgebaut und sind in diesem Netzwerk aktiv, es auch immer wieder auszubauen und immer wieder zu erweitern, um eben für die Patienten die größtmögliche Beratungskompetenz zu erreichen. Wir möchten, dass die Patientin, die ja in einem gewissen Schockzustand zu uns kommt, es nicht selbst organisieren muss alles. Wir machen sämtliche Termine um sie herum fest und wir begleiten sie und unterstützen sie und informieren sie auch in jedem Stand, wo sie quasi im stationären Bereich ist. Also halt nur fest, Sie als Brustschwestern arbeiten im stationären Bereich. Wir beginnen unsere Arbeit in dem Moment, wo die Patientin in die Klinik kommt, mit dem Verdacht von Mammakarzinom, also Brustkrebs. Begleiten da bei den Voruntersuchungen bis zur genauen Diagnosestellung, weil auch da haben die Frauen natürlich Ängste, Sorgen, Nöte. Manche Frauen weniger, manche Frauen mehr. Wenn dann das Ergebnis Brustkrebs kommt, bestätigt ist durch den Pathologen, sind wir beim Erstgespräch dann dabei und können dann mit der Frau besprechen, wie der weitere Ablauf ist. Aufnahme in die Klinik, Versorgung durch Operation. Welche Operationstechnik gibt dann der Arzt vor? Und die Patientin hat manchmal dann einfach noch ein Bedürfnis von, was bedeutet das jetzt für mich und wie geht es danach weiter? Um dann auch der Patientin zu signalisieren, wir operieren und dann gibt es noch ganz viele Nachbehandlungen vielleicht für sie und auch die organisieren wir, sind für sie da. Mhm. Sie haben eine interessante Mappe mitgebracht. Das ist sozusagen das, was eine Patientin am Anfang von Ihnen bekommt? Ja, wir haben die Mappe mal mitgebracht. Die wird hier bei uns im Brustgesundheitszentrum eingesetzt, in allen Brustzentren, wird aber inhaltlich ein bisschen individuell auch bestückt. Mhm. Wir haben hier auf der ersten Seite einmal abgebildet das Brustgesundheitszentrum mit seinen Kliniken. Und gehen dann in den weiteren Teilen, haben wir das Informationsmaterial für die Patienten zusammengestellt, ein bisschen über die Erkrankung geschrieben, ein bisschen, was ist eigentlich eine Aufgabe in einem Brustzentrum, was wird eigentlich, wie wird sie dort umsorgt, wer arbeitet dort alles mit, geht dann quasi über in den Bereich der Erkrankung selbst, ein bisschen Teilsequenzen über Chemotherapie beschreiben wir hier drin, aber nicht sehr viel, soll ja keine wissenschaftliche Arbeit für Sie erstmal okay. werden. Da kann sie eben gut reingucken und geht dann quasi in einem Teil über, wo wir ein Register haben. In diesem Register kann sie dann gut alle ihre Befunde, die sie am Ende des stationären Aufenthaltes erstmal so von uns bekommen, das sind die Arztbriefe, das sind die Befunde der Histologie, Nachsorgedaten, das sind Befunde der radiologischen Untersuchung, dass sie das alles einmal gebündelt auch vorrätig hat, kann sie hier gut ablegen. Dann ist noch ein dritter Teil, wir haben so Gesprächshilfen zu den verschiedenen
für die verschiedene Nachsorgebehandlung, wo sie eben auch sich vorweg, wenn sie vielleicht dort in die Ärzte zum Arztgespräch geht, dass sie sich dort schon Notizen machen kann, was möchte ich eigentlich fragen, warum bekomme ich das eigentlich, oder auch dort vor Ort in den Arztpraxen dann quasi sich Notizen machen kann über die bestimmten Behandlungsformen. Helfen Sie Ihnen dabei, also jetzt gerade diese Arztgespräche vorzubereiten, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen vielleicht auch erstmal gar nicht unbedingt mit den medizinischen Fachtermini was anfangen können oder auch sagen, hilf mir dabei, was eigentlich wichtig ist, was ich eigentlich fragen muss. Also jede Patientin hat die Möglichkeit, uns in allen Fragen und Bedürfnissen zu Rate zu ziehen. Das bezieht sich nicht nur auf den Ordner und die Frage, welche Frage stelle ich, sondern es sind auch ganz einfache Fragen wie, wie sehe ich denn nach einer Operation aus? Wie groß und ausgedehnt ist meine Narbe? Und welche Versorgung? Kann ich duschen? Kann ich mich eincremen? Also ganz kleine Dinge sind manchmal auch wichtig. Die sind manchmal noch gar nicht bei der Frage von, welches Gespräch führe ich mit welchem Arzt, sondern wir fangen ganz klein an und gucken, welches Bedürfnis hat welche Patientin und gehen ganz individuell auf die Frauen ein. Und wenn eine Patientin natürlich das Bedürfnis hat zu sagen, welche Fragen, ja, was sind denn meine Fragen an den Arzt oder worauf soll ich denn achten? Auch da geben wir natürlich mit Rat und Tat, dann sind wir da und helfen ihnen. Aber das entwickelt sich, das ist ein Prozess und deswegen sind wir Lotsinnen, weil wir wirklich ganz individuell mit den Frauen im Gespräch sind und nicht etwas Vorgefertigtes haben und sagen, jede Frau ist gleich, sondern jede Patientin befindet sich an einem anderen ja, Fragepunkt, Wendepunkt und geht auch mit der Situation ganz individuell um. Also das heißt, ich kann wirklich mit all meinen Fragen, egal wie sie lauten, zu Ihnen kommen. Das können Sie. Und was, sagen wir mal, auch in unserem Fall sehr positiv ist, ist, dass wir eben von unseren Krankenhausleitungen auch freigestellt sind für die Aufgaben. Wir sind also nicht in einem Stationsbetrieb mit eingebunden, sodass wir in irgendeiner Form im Schichtdienst, Nachtdienst oder so eingesetzt sind. Wir sind wirklich in der Woche eben in unserer Zeit vor Ort in der Klinik und haben so eben, dadurch, dass wir uns eben auch termingemäß eben auch selbst organisieren können, können wir uns also auch vorbereiten auf die Patienten, die kommen, dass wir eben vor Ort sind, aber auch die Patienten, die stationär liegen. Die werden dann einmal täglich mit einer Pflegevisite auf der Station besucht. Einmal täglich auf der Station besucht und zu einer Pflegevisite, solange wie sie eben stationär liegen. Und auch dort machen wir immer in kleinen Sequenzen, dass wir eben auch Informationen und weitergeben. Erst vielleicht so ein bisschen zum stationären Ablauf, was erlebt sie jetzt hier, wer kommt alles zu ihr, weil auch die Psychoonkologen ja zu ihr kommen und auch der Sozialdienst kommt, die Krankentherapeuten kommen. All diese Dinge, da klären wir sie schon drüber auf und besprechen das mit ihnen und geben am nächsten Tag zum Beispiel, dann besprechen wir auch die möglichen Therapien, die eben anstehen können, die dann in dieser Tumorkonferenz beschlossen werden. Auch das gehen wir so durch, dass sie so ein bisschen, wenn es denn losgeht, nicht alleine davor stehen und einfach schon mal gehört haben und so ein bisschen auch den nächsten Ablauf kennen. Und wir machen es immer so ein bisschen Schritt für Schritt und begleiten sie eben dabei. Das ist aber sozusagen während des ganzen Krankenhausaufenthaltes sind Sie Ansprechpartnerin Nummer eins. Genau. Also wir sind schon im Vorfeld, also wenn die Patientin prästationär kommt, für Sie da. Also in dem Moment, wo sie eigentlich ins Krankenhaus kommt, egal mit was für einem Befund, genau. Mit ihrer Einweisung kommt sie und dann begrüßen wir sie. Und dann nehmen wir sie schon in Empfang, stellen uns vor, und fangen schon an, mit der Patientin eine Beziehung aufzubauen, in der sie merkt, das ist der Ort, wo ich immer wieder auch zurückkommen kann und Fragen stellen kann. Dann natürlich im stationären Bereich ganz klar, sind wir auch wieder da und klären mit den Patientinnen ganz alltägliche Dinge, aber auch zukunftsweisende Sachen. Und wenn Patientinnen entlassen werden und das Bedürfnis noch da ist, mit uns in die Kommunikation zu gehen, dann bekommen alle Patientinnen von uns unsere Telefonnummer mit dem Telefon und können uns anrufen. Wir machen Termine aus, wo die Patientinnen nochmal in die Klinik kommen können. Oder aber wir organisieren dann das, was die Patientin als Bedürfnis formuliert. Also wenn psychoonkologische Bedürfnisse noch da sind, dann telefonieren wir nochmal mit der Psychoonkologin
stellen den Kontakt dahin her oder wenn Fragen zu Reha-Maßnahmen sind, welche Klinik ist vielleicht für mich am besten, weil ich einen pflegebedürftigen Mann habe, den ich in Kurzzeitpflege mitnehmen möchte, dass man auch da dann guckt, ah ja, diese Reha-Klinik bietet die Kurzzeitpflege im Nebenhaus an. Das ist für viele Patientinnen, die älter sind, dann eine Entlastung, weil manche dann doch ihren Partner pflegen oder Ehemann und das schon sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ich kann Sie also jederzeit anrufen, auch wenn es mir schlecht geht, egal ob ich schon entlassen bin genau. oder nicht. Ja, das ja. können Sie. Mhm. Das ist toll, genau. Aber das hört sich für mich jetzt nach einem Fulltime-Job an. Also wirklich, Sie sind ja wahrscheinlich dauernd beschäftigt. Haben Sie mal frei? Ja, wir haben auch frei und das ist auch gut so. Und das wissen auch die Patientinnen. Aber wenn wir da sind, dann sind wir halt wirklich im Ganzen da und mit ganz viel Herzblut auch dabei. Und ja, organisieren dann die Dinge. Und die Patientinnen wissen halt auch, dass sie eben anrufen können. Und wenn wir die Sache nicht direkt klären können, weil es manchmal auch Fragen und Probleme gibt, die man nicht ad hoc klären kann, dann gehen wir hin und sagen, wir schreiben es auf, wir rufen zurück. Oder aber, ich bin jetzt im Urlaub. Das ist kein Problem, das Problem ist dringend. Dann gehen wir auch miteinander ins Gespräch, die Frau Schwärmer und ich oder die Kolleginnen im Brustzentrum und organisieren dann da auch übergreifend für Patientinnen Sachen. Das heißt, wie viele Brustschwestern gibt es im Brustgesundheitszentrum Hamburg? Wir haben 4 fertig ausgebildete Brustschwestern. Wir haben eine in der Ausbildung und 2, die die Ausbildung anstreben. Mhm. Also so, dass in den ganzen Brustzentren 7 Schwestern für die Mama-Patientin zuständig sind. Sie sind auch immer in einem guten Austausch mit den Brustschwestern hier, das Kleplus-Klinik Barmbek, Wandsbek, Altona-Heidberg. Wir haben gemeinsame Treffen, die wir so 4 bis 6 Mal im Jahr organisieren. Und dann, um dort eben auch zu gucken, dass wir ein bisschen neue einheitliche Dinge, die für die Patienten dort besprechen oder dass wir dort eben gucken, besichtigen wir mal vielleicht eine andere Strahlentherapie, gucken wir uns mal zusammen ein Hospiz an, planen dort Patiententage inhaltlich, so dass das eigentlich auch eine gute produktiver Austausch ist. Das heißt, dass Sie immer mit allem, was es im Moment in dem Markt gibt, auf dem Laufenden sind. Genau. Ja. Und das eben auch flächendeckend hier in Hamburg auch doch so gut wie möglich ähnlich auch zu gestalten für die Patienten. Vielleicht ergänzend noch zu nochmal zurückzugehen in den Klinikalltag, ist, dass wir nicht neben den Ärzten quasi jetzt irgendwo in Funktion sind, sondern doch viel gemeinsam machen. Zum Beispiel eben bei den ärztlichen Gesprächen immer mit dabei sind, auch beim Erstgespräch, bei der Anamnesestellung, bei der Stanz teilweise. Bei den Histologiegesprächen, später bei den Therapiegesprächen, da sind wir also immer mit dabei, um dann eben ja auch das, was die Patienten über die Ärzte vermittelt kriegen, dann auch vielleicht in meinem anschließenden Gespräch auch noch mal ein bisschen runterzubrechen, noch mal in den Einzelheiten noch ein bisschen zu erklären, es verständlich zu machen, manchmal auch noch mal für die Angehörigen noch mal darstellen, die eventuell nicht bei dem Gespräch damit bei sind oder vielleicht dann doch noch mal eine Frage haben. Das ist spannend. Wie viele Patientinnen können Sie denn als 4 Brustschwestern und 3 Angehende, wie viele können Sie denn überhaupt sozusagen parallel betreuen? Das ist, denke ich, doch ein großer einfach Organisationszeitaufwand. Ja gut, das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Das sind ja jetzt keine geplanten OPs, die kommen. Die Patienten, die melden sich im Moment, sie haben die Diagnose erfahren und relativ zügig beginnt ja im Grunde genommen auch, dass sie in die Klinik kommen und dass dort das weitere Vorgehen geplant wird, sodass es sehr unterschiedlich sein kann, welche Patienten wir in einer Woche betreuen. Das können manchmal 3, 4 in der Woche sein, es können mal 2 sein, es können auch mal mehr sein. Mhm. Wir betreuen teilweise auch Patienten, die jetzt in einem schweren Krankheitsbild, also in einer palliativen Situation kommen und in unserem Krankenhaus liegen, auch die betreuen wir mit. Also das kann sehr unterschiedlich sein. Aber das können wir, sagen wir mal, in unserem Zeitfenster ganz gut organisieren. Wenn wir jetzt eben mehr die Patientenkontakte jetzt nötig sind in dieser Woche, dann machen wir eben mehr am Patienten. Und wenn es jetzt mal in einer Woche ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz so patientenlastig ist, dann machen wir dort eben mehr, dass wir uns für Fortbildung vorbereiten oder solche Dinge dann
Wir wissen jetzt, was eine Brustschwester tut, aber es ist bisher noch nicht erklärt worden, dass es eigentlich ein richtiger, eigenständiger Beruf ist. Also Sie sind nicht nur Krankenschwestern, Sie sind richtig ausgebildete Brustschwestern. Welche speziellen Qualifikationen müssen Sie sich denn, um sich Brustschwester nennen zu können, noch erarbeiten? Also zwischen der Frau Schwärmer und mir gibt es einen kleinen Unterschied. Okay. Ich bin die onkologische Fachschwester, das heißt, ich habe also meine Ausbildung als onkologische Schwester gemacht, nicht speziell auf die Brust bezogen, bin also auch in den anderen Krebsformen ein bisschen mehr dann in ja, die speziellen Gebiete einbezogen worden. Dort gibt es spezielle Schulen, die man neben dem Beruf dann über 1 bis 2 Jahre besucht, da dann hospitiert in anderen Häusern, um auch da Schwerpunkte kennenzulernen, seine Facharbeit schreibt, eine Abschlussprüfung abgibt, wo man also auch sein Wissen nochmal unter Beweis stellen muss und dann bekommt man eben sein Zertifikat. Und Frau Schwärmer hat die Ausbildung zur Breast Care Nurse gemacht, im Grunde das Gleiche. Ist auch berufsbegleitend gelaufen, diese Ausbildung, hat aber ein bisschen andere Schwerpunkte. Also es geht da nicht so sehr um die einzelne Tumorzelle vielleicht, um zu erkennen, wie der chemische Prozess jetzt in dieser Tumorzelle vielleicht so ist, sondern es geht eigentlich auch so ein bisschen um Strukturen im Brustzentrum aufzubauen, um zu sehen, wie kann man Netzwerke knüpfen, was gibt es überhaupt für Netzwerke und wie kann man eben auch mit weicherer Medizin eben auch den Patienten noch so also behilflich sein. Man kriegt eigentlich so ein bisschen Rüstzeug auch in Beratungssituationen, wie berät man, wie kommuniziert man. Da sind so ein bisschen die Schwerpunkte etwas anders. Das heißt aber, Sie brauchen beide in Ihrem Beruf sehr viel Psychologie, ne? Ja, also das Fachwissen alleine tut es nicht. Da gehört natürlich auch empathisches Einfühlungsvermögen zu, genauso wie ein gewisses Gespür für, wie geht man mit welcher Situation oder Krisensituation um. Von daher muss man sich die Überlegung, macht man die Ausbildung ja oder nein, schon vorher überlegen. Gibt es denn oder haben Sie das schon erlebt, dass Sie irgendwann eine Situation hatten, wo Sie sagten, jetzt bin ich auch gerade mit meinem gesamten Fachlatein ein bisschen am Ende? Das kommt auch vor und das sagen wir auch den Patienten, auch wenn wir ihnen sagen, sie können uns jederzeit kontaktieren. Wir werden immer versuchen, eine Antwort zu finden, auch wenn wir vielleicht wir sie mal selbst nicht geben können, werden wir jemanden finden, der sie geben kann. Das kann aus dem ärztlichen Bereich sein. Es gibt auch Kriseninterventionen, die wir vielleicht nicht so abdecken können, wo wir dann wirklich die Psycho-Onkologen dazu ziehen müssen, die in ihrer Kompetenz der Gesprächführung vielleicht doch noch etwas mehr auffangen können als wir. Also da müssen wir dann eben gucken, individuell, wie wir da uns dann auch Hilfestellung holen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir den Begriff der Lotsin nochmal aufnehmen, wohin lotsen Sie mich im Endeffekt? Zurück ins Leben? Wir hoffen, dass Sie eigentlich die ganze Zeit im Leben stehen und wir Sie durch die Krankheit gut lotsen, dass sie nicht das Gefühl haben, sie verlieren den Boden unter den Füßen, sondern sie können den Weg wirklich gut selbstständig gehen und am Ende dieses Weges können wir ihnen sagen, sie sind geheilt und sie können mit den Erfahrungswerten, die sie innerhalb der Krankheit ja, gemacht haben, neu starten. Ich möchte da vielleicht doch noch einmal den Ordner in die Hand nehmen. Ich möchte noch einmal ein Bild vielleicht aufschlagen, was vielleicht auch das, was jetzt Schwester Heidi so ein bisschen erklärt hat. Wir haben uns dieses Bild eben gesucht, weil eben die Patientin, wenn sie zu uns kommt, eben doch meist mit so einem hängenden Kopf kommt, mit einem ängstlichen Gefühl. Und wir doch versuchen möchten, dass sie durch all diese Nebelschwaden, die sie sind, dass sie doch zu einer schönen Blüte wieder aufblüht. Witzigerweise hat eine Patientin, so steigen wir manchmal ein, dann mal gesagt, und das bin ich wohl, wenn ich in der Chemotherapie bin. Das hat sie dann mal so als Metapher da reingebracht und da hat sie, glaube ich, auch recht. Naja, dafür kommt die Blüte ja nachher. Genau.
Ich möchte mich ganz herzlich für dieses sehr informative Gespräch zum Thema Brustschwester-Lotsin durch die Therapie bedanken. Bei Ihnen, Birgit Schwärmer, Brustschwester am Standort Harburg, und bei Ihnen, Heidi Schönheit, onkologische Fachschwester am Standort Helios Maria Hilf Klinik des Brustgesundheitszentrums Hamburg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder Informationen zusätzlich suchen oder auch andere Sendungen zum Thema Brustkrebs sehen möchten, dann verweise ich Sie hiermit an unsere Internetseite www.brustgesundheitszentrum.de. Dort finden Sie auch Telefonnummern, wie Sie unsere Brustschwestern telefonisch erreichen können, und sie stehen Ihnen sicherlich für die eine oder andere Frage gerne zur Verfügung. Natürlich, gar keine Frage. Prima. Damit verabschiede ich mich von heute und wünsche Ihnen alles nur erdenklich Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.